Okay, ist gut. Warum auch immer. Oh, passt ja. Aber dieses Ding ist wieder weg, ne? Ja. Im Spiel, ja. Dieses. Verstehe ich nicht. Erst. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum man das weiß. Oh, das ist jetzt. Ist ja kein Akt. So, es ist dunkel, habe ich gerade gesehen. Ach du Heilige, wieso ist der Motor hier noch an? Oh nein, meine Tochter hat am Samstag Mist gebaut. Ist rumgefahren, hat sich gefreut, dass sie Mist baut. Scheiße. Ach so, und deswegen habe ich ge ist mir auf einmal aufgefallen, ich habe Geld verloren. Was? Nö. Weil doch, ich habe 60.000 gehabt, weil ich nur kurz Ja? drauf war und dann auf einmal war weniger drauf. Deswegen habe ich mir gerade gedacht, guck ich mal bei meinen Finanzen, was da passiert ist. Ich meine, es ist nur ein Spiel, es ist jetzt kein Akt, aber. Ja. Oh, was ist denn? Aber ich glaube, Aber ja. wenn. Ja? Die Betriebskosten, da das minus 4.300, dass das vielleicht der Fall ist, dass das sein kann. Kann das sein, dass ihr das mit Impuls verwechselt habt? Ja, Tim hat falsch rumgemacht, aber ist egal. Ist Kriegen egal, wir. okay. Entschuldigung, was für Betriebskosten, was? Ich denke mal, dass es einfach die Betriebskosten sind. Aber für 20.000, 20 oder fast 20.000, dass die wegkommen sind. Das wundert mich doch irgendwie. Also so finanzenmäßig, da haben wir nichts, Ah. nichts gemacht. Naja. Hast du was gemietet? Nee. Gemietet habe ich alle Fahrzeuge eigentlich weg. Nee, sind alle weg. Das Einzige, was ich quasi jetzt noch neu dazu geholt habe, waren die der Düngerstreuer, der Kalkstreuer, der kleine. Aber Gebäudekosten? Deswegen, ich hatte eigentlich keine Ahnung, was das war, aber Nee, also so nicht. Nee, sie ist nur mit meinen Autos rumgefahren, hat die irgendwo abgestellt und Unfälle gebaut. naja. Soll ja auch mal Spaß machen. Farmer Rowdy. ja, erstmal Dankeschön, ne, für die, für das Paket, ne, fürs Engagement, was du überhaupt da, eine, was du da zeigst. Hat uns sehr, sehr, sehr lecker. Oder es war Das sehr, sehr freut lecker. mich sehr. Ja, Das das mit der freut Post, das war jetzt auch noch gerade durch Zufall, wo ich schon vier die Nachrichten kurz mal angehört habe. mich. Ach, ich war. Ja, ist ja nervig, ey. Das mit der Post, das nervt mich richtig, endlich. Ja, vor allem. Weil jetzt habe ich die Sachen gebacken. Ich würde sie am liebsten nicht verschicken, aber das ist ja auch natürlich wieder. Oh. Ich glaube, ich verschicke sie auch nicht, weil das macht eigentlich keinen Sinn. Aber komischerweise, dass die immer nur im Frühjahr kommen, ne, mit ihrer wahren Streiks da. Ich Von da. bin ehrlich, ich achte da nicht so sehr drauf, wer wann wo streikt. Na gut. Wenn man nach fast die Nachrichten dauernd hört, kriegt man halt irgendwie das jährlich das Ja, Gefühl das hatte ich dafür. früher, wo ich mal Radio in der Backstube auch, habe ich mehr mitbekommen. Jetzt seit dem Stream haben wir ja eigentlich nie Radio an. Wir gehen ja schon wieder fast in den Dezember, ey. Fanta hat am Wochenende ordentlich durchgezogen. Ja, mit dem Hammer, der war gestern bei mir auch noch im Stream zu Gast. Ein bisschen ETS eingerichtet. War auch sehr lustig. So.
Fahrer, so. Taschenlampe an. Was haben wir zu tun? Wie sieht es denn hier aus? Heu haben wir ganz viel, Silage haben wir. Oh, das ganze Ja, wo Holz ist ich schon weg, was gestern machst du? Morgen noch ein bisschen Erdbeeren und Salat oder Honig weggebracht. Aber da kriege ich ja schon die 4000 schon gedeckelt. Obwohl es jetzt auch 2000 Miese waren, 200 € Miese waren, aber passt schon. Oh, was ist los? Eine Bahn und ich bin schon leer. Wow, das war mal Kalkstreuer. Auf was für einen hast du genommen, den Kubota? Pöttinger. Den kleinen für Ach, okay. 4000, weil ich hatte nicht so die. Das Finanzielle. Ja, ist ja bei mir genauso. Aber das ist, dieser Kubota ist, der hat zwar mega Ausbringweiten, aber ist ja auch immer. Hast du vielleicht Felder geleast? Weil, also wundert mich ja, Nein, wieso nee, die Felder. Feld, ich hab. Geleast habe ich eigentlich gar nichts. Ich habe mir direkt eigentlich die Felder direkt gekauft. Deswegen. Ach, ist jetzt auch nicht so schnell. Mache ich halt ein paar Lohnaufträge. Passt schon. Dafür sind sie da. Muss halt Ja. mehr. Muss man halt mehr arbeiten. Du hast vorhin erwähnt wegen Stolle. Ah, siehst du, den muss ich noch lieben gehen, ja? Die macht bereitet ihr die auch schon vor wann vor Weihnachten vor oder wie läuft das? Nee, ich hab, wir haben einen, ein Zuschauer, der wünscht sich das ganze Jahr Stollen. Und ich muss dann immer mindestens 6 machen. Ich habe jetzt in den Shop aufgenommen, dass du das ganze Jahr Stollen hast, aber du musst mindestens 6 holen, das heißt für 100 € knapp. Und dann kann ich die machen und so Marzipan und Mohnstollen machen wir ohne Rosinen und dann können wir den das relativ zeitnah machen, aber dann dauert es so eine Woche ungefähr, ne? Dass wir die Sachen einweichen und so. Und dann wird's, du bestellst jetzt und eine Woche später wird es gemacht, sozusagen. Und der hat letzte Woche 6 Marzipanstollen bestellt. Lecker. Da fällt mir gerade ein, ich muss die schieben, ich bin gleich wieder da, ja. Da hat man doch aus für meine Freundin wieder eine schöne Stolle. Könnte man auch mal machen. So, aktiviere nochmal die Ausbringmenge. Hey Siri, einmal 59 Minuten. So. Alles passt sich eigentlich gerade gut, wenn wir gerade davon dann Stollen mal geredet haben. Muss ich mal mit meiner Freundin reden, was sie davon hält. Weil ich esse die ja gerne immer gern mit Marzipan und Rosinen drin. Ja. Oh, ja. Wenn es jetzt mit dem Fremden, wenn das jetzt mit der Post nicht da gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja komm.
Bestellen wir mal ein paar Franzbrötchen, dann ist gut. Weil die waren echt lecker. Das freut mich sehr. Wir haben. Ach genau, ich habe ja. Wir haben im. Wir haben gestreamt vergangene Woche. Und als dann quasi die Post schon geklingelt hat. Oh, wir schwarz auf das Ding, hocken wir uns gerade mal davor, probieren wir direkt. Ja, noch im während im Stream dann. Unbewusst Werbung gemacht, aber mir egal. Das war mit dem Fall. Weil Fanta war noch dabei gewesen und ja, also. Mit so einer Kleinigkeit kann man mir schon eine große Freude machen. Das ist doch super. Boah. Gelbes Licht, was macht das? Es leuchtet nicht hell. So, was machen wir? Wir müssten eigentlich schwaden jetzt, ne? So, was ist der Schwader, was ist der Wendler? Ich habe mir eigentlich. Einen habe ich blau und einen habe ich gelb und einen habe ich rot gemacht. Ja. Achso, wer hat sich denn überhaupt im Shop so. Das genau, das war ja der. Ach nee, der Predal habe ich mir geholt. Den Kalkstreuer. Aber wer hat denn im Shop Pink gemacht? Was? Denn? Ist das nicht automatisch? Also, das hat doch nichts mit uns zu tun, ne? Nee, aber ich dachte ja, weil er Flächenbenutzung war. Aber Pink, ja. Ich meine. Also im Sonderangebot, ne? Ja. Deswegen war er schön in Pink drin gewesen. Aber ich hab meinen gekauft, der in Rot gemacht, deswegen. Aber ich fand halt mal die Kombi ist ein bisschen interessant. Das ist der Schwader. Ah, interessant können wir. Aber dass ich so viel Kalk brauche, lieber Herrgott im Himmel. Jetzt mal echt was rausgeballert, ey. Plus 1,0, also fast 1%, ey. Irgendwie, der bremst ja gar nicht. Hat er noch irgendwie mehr Licht? Das Licht ist echt. No, falscher Knopf. Gibt's doch nicht. Achso, ja. Ich habe gerade so einen tollen leeren Blick, ey. Was wollte ich denn jetzt eigentlich wieder beim Ding holen? Beim Händler Kalk, ne? Irgendwie ist das nervig, man sieht ja gar nichts. Ja, du hast vorne, drück mal die Nummerierungsblock, die 5, dass du vorne auch noch Licht hast. Aber ich. Okay. Warum sieht es bei mir anders aus als bei dir? Wahrscheinlich wegen anderem Trecker, oder? Also Von du den hast eine. alten Trecker.
Aber geil wär's, wenn du noch bei so alte Träger noch ein bisschen paar Zusatzfunktionen oder noch bauen kannst. Mehr Beleuchtung für vorne dran oder so. Muss ja nicht viel sein, aber wenn so alte gelbe Lichter drin hast. So wie jetzt am gestern wurde, wo ich im Fanta ein bisschen erklärt habe, was für neue Mo also Mods Lichter an den LKW klatschen kannst, so richtig so uralt gelbe Teile da. Ja. So Klubschaugen so mäßig so. Oh. Da war er begeistert. Ey. Ich habe gesagt, gut, mache ich eine Modliste fertig, schick, lad's ihm hoch, dann kann er sich die da mal runterladen. So, gut. So, so, ne? So, So. so, gesenkt, ne, das jetzt, ne? Noch was machen. Ach, scheiße, ich wollte ja genau über den Winter jetzt hier das Feld mal pflügen und zu einem großen Feld machen. Wunderbar. So, da kommt jetzt noch das andere Feld. Das war unabsichtlich, aber ich glaube, Feld 70 tue ich gerade mit Kalken. Ja, das ist hier bei der Map, geht das nicht mal irgendwie, warum auch immer. Ich finde es das gut, dass wir, also wenn, Feld an Feld, deswegen ist er gerade so idyllisch. Und gestern, wo ich um morgens drauf war, da war er immer so um 15 Uhr oder so Spielzeit. Ey, das sah im Herbst jetzt, also das sah im Herbst sah die Karte sowas von geil aus. Also, das ist mir so noch Das gar nicht ist echt bewusst, was cool. das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, ey. Dann noch gesagt, gestern habe ich noch ein YouTube-Video aufgenommen für die Ostsee. Und so gern ich die und so gehypt ich die habe, ne, gibt schon noch so ein paar Sachen, die mich extrem nerven und so triggern beim Arbeiten, weil so die Fahrwege sind so extrem eng. Teilweise, ich habe gestern einen Auftrag gemacht. Und also das war auch von Giants einfach blöd, habe ich zum Abfahren einen riesen John Deere bekommen mit Zwillingsbereifung. Muss dann halt damit, na sag schon, muss damit dann Enge Straßen. halt enge Straßen und hier bei der Getreidemühle auf der Ostsee da noch rumkommen mit so einem riesen Krone-Anhänger hinten auch noch dran. Bisschen genervt. Ach du Scheiße. Ja gut. Glaube ich dir. Ich darf nicht vergessen. Ja, am Samstagnachmittag war es von meinem Vater zu Besuch. Dann habe ich schon mal ein bisschen erzählt, was wir so vorhaben. Vor allem jetzt hier, dass ich ja in habe ich gesagt,
Bestelle haben jetzt unser Brot mal aus Kiel bestellt, immer ihnen da mal ein bisschen was erzählt, ne? Er hat sich auch gefragt, ja, warum? Ey, warum machst du denn das? Sag ich, das so, wie du dein Zeug da woanders herbestellst, bestellen wir unser Brot da quasi aus Kiel. Ja, habe ich ihn selber mal das Zwiebelbrot da zum Probieren gegeben, er fand es auch nicht schlecht. Oh, das freut mich, das ist schön. Also. Ja, es ist. Also, ich bin immer noch auch selber verwundert, wie viele Leute das doch online Brot bestellen. Also, ich bin ehrlich, wäre persönlich auf die Idee auch nie gekommen, so, ne? Aber das muss man ja auch erstmal, ne, wenn man da einen sieht, der das macht, dann kommt man ja auch erst überhaupt auf die Idee. Ja, ich meine, vor allem du hast ja die Reichweite, du bist ja in dem Fall so geil vernetzt, ne, wo ich da einfach denke, ey. Ja. Das hypt einfach nur fertig. Und bei dem, gut, für das Franzbrötchen haben wir zwar jetzt eben nicht probieren lassen, weil bis dahin wären sie sowieso schon. Also wir haben es. Am einen Tag waren beide weg. aber das Rezept habt ihr ja aus eigener Tasche, oder? Das ist nämlich, also das war so, da muss ich euch sagen, als ich das, meine Freundin das Zimt da geschmeckt habe, das war so passend, also, keine Ahnung, es war wirklich unbeschreiblich. Das freut mich. Wobei Ganz. ich demnächst wahrscheinlich ein bisschen was verändern werde. Aber ich werde es ausprobieren. Ich glaube, dass das noch ein bisschen geiler dann wird. Ein bisschen buttriger. Einmal gucken. Ja, es war, als es hier zwar ankam, war es zwar, wie gesagt, war zwar, es war zwar kalt, egal, aber trotzdem, es war doch, es. Deswegen so als Tipp, ne, immer kurz auf kleinste Stufe in den Toaster. Okay. Dann ist wie frisch. Ja, Toaster auf 1 oder was und dann. das haben wir mit dem Körner Mohnbrötchen gemacht. Haben wir gestern, wir haben es eigentlich vorher rausgeholt, dann ein bisschen in den Backofen noch reingemacht. Ey, die waren wie als würde auf Ja, die. die sind echt gut, die sind auch schon saftig und die sind ja auch mit Sauerteig und so und deswegen ist das, halten die auch ordentlich. Ja, die Frage, warum, also wie gesagt, wo ich meinem Vater das erklärt habe, habe ich gesagt, aber wolle halt mal, jetzt haben wir 20 Euro liegen gelassen, wir wollen jetzt bald nochmal 50 Euro liegen lassen. Also einfach, du kriegst die Qualität bei uns nicht so, nehme ich so ganz hin. Das, also, nicht nur, weil sie zugemacht habe, aber. Ja, wobei es gibt schon viele gute, ne? Man muss aber halt manchmal suchen, ne? Das Das ist ist. das. Wir haben jetzt einen gefunden, da wollen wir auch dranbleiben, fertig. Auch wenn man den Benny Buck da ab und zu mal sieht, aber. Denn da für ein Trecker? Ach so, eine Frage hatte ich noch. Ja. Wie heißen die? Die heißen Becken, sind die jetzt nur bei über Faschingszeiten drin bei euch, oder? Ja, genau, die sind jetzt, ich schätze mal, bis Ende Februar, Anfang März so drin und dann sind sie wieder weg. Ach, da ist der mit dem Mähwerk. Ich denke ganz sehr, was steht da für ein Dreck? Ja, das ist hier, weiß nicht, so Kieler Ding, so Anfang des Jahres, warum auch immer. Ja, ach. Habe ich auch noch nie ganz verstanden. Weil kenne ich auch erst, seitdem ich in Kiel bin. Okay. Ja gut, wir haben sowieso vor, also meine Freundin will ja unbedingt mal Kiel sehen. Das hat sie sich schon letztes Jahr gewünscht und habe ich sie wieder doch ein bisschen um Geduld gebeten.
Weil man ja, wie gesagt, wenn das 49-Euro-Ticket dann quasi da rauskommt, da wollen wir nämlich auf jeden Fall einen Abstecher bei dir mal vorbeimachen. Cool. Ich hoffe halt nur, dass das alles so kommt, wie ich es mir wünsche. Vollmond, guck mal, sogar im LS ist auch bitte Vollmond. Ah, Hier. voll geil. Ja, wenn der Herr, oder 15 Uhr, wenn die Sonne so tief stand. Ich habe leider keinen Screenshot gemacht, aber es sah mit der Karte richtig geil aus. Also, da hast du einen orangenen Ball einfach gehabt. So, ja, ich weiß nicht. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich im Dunkeln hier nachher irgendwie so ein Vorgewende fahren soll. Vielleicht nehme ich einfach dann den anderen Trecker. Der hat, glaube ich, mehr Lichter. Wer hier? Ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie es heute Nachmittag wird. Auf. Weil ich ja quasi ab. Käsebrötchen muss ich gleich noch nachbacken, wenn die Beko da war. Genau, weil wir haben keinen Käse. So wenig bestellt. Ich hab letztes Mal gefragt, Mach's gut. hast du die andere Aufsätze auch gesehen? Das gibt die Umteile. Hab ich irgendwo. Übersee, das kann ich immer nutzen. Achso, ja. Wir müssen sie jetzt machen. Kacheln. Ja. Will mal hier liegen. Ich hab die, glaube ich, zu Hause, weil ich die für die Kacheln zu Hause benutzt habe. Ach, okay. Alles klar. Ja, heute Nachmittag bin ich auch mal gespannt, was abgeht, weil ich heute Nachmittag auch nochmal LRS stream. Die Ah, nächsten okay. 3 Tage. Ja, morgen kommt ja das Hogwarts Legacy raus. Das ist die Early Access Phase, wo ich dann noch 72 Stunden vorher Was runterladen kommt kann. raus? Hogwarts Legacy. Ach, dieses Dings da Ja, vor Harry Potter hat Zeiten, ja. mich, das irgendwer hat mich heute schon drauf angesprochen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist einfach nur. Also, ich habe vorher halt immer dieses Lego Harry Potter gezockt, weil ich ja auch immer so geil finde. Ja, Ich das hat meine Kinder haben das auch gespielt. finde es einfach geil, wenn du abziehen willst und du willst halt durch die Gegend rennen hier gegen Dementoren da. Zack, 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 zack. Im Laufmarsch stand so die Zaubersprüche da rausballerst. Aber ja. So besser. Das werde ich dann quasi, also ja, kommt da noch im Streamplan rein, aber wie gesagt, die nächsten, wie gesagt, Sonntag bis Mittwoch oder Donnerstagmorgen, wie gesagt, da will ich lieber LS machen, weil ich mehr was davon habe und schauen wir mal, wie sich das andere dann mal anfühlt. Ja. Ich habe davon ja gar keine Ahnung. Dieses Lego. Auf der Switch haben wir das ja, habe ich das ja auch manchmal mit meinen Kindern gespielt. Da, das ist nicht so meins. Da bin ich raus. Ach, ich habe mal Need for Speed auf der Wii versucht zu zocken. Hast ja nicht nur den Controller, sondern hast ja so, also den Controller in so ein Lenkrad einstöpseln können, aber wie gesagt. Ach, so ein Lenkrad habe ich mir auf Mario Kart geschenkt bekommen. Ah, das ist geil, also ich weiß gar nicht, irgendwie. Du hast das, also du hast in der Luft gestanden, bloß ich habe dann so rumgewedelt, links, rechts, nur zu fahren, also. Need for Speed auf der Wii, ne. Hat zwar Spaß gemacht, aber.